Zum neuen Video und heute schauen wir uns Ballads and Tales an. Es ist ein neues Spiel, das nächstes Jahr auf Kickstarter erscheinen wird und ich werde euch jetzt erzählen, was an diesem Spiel für euch sein könnte oder was vielleicht nicht für euch sein könnte. Und ihr könnt euch das Spiel dann später auf Kickstarter noch näher anschauen. Das ganze Video ist gesponsert von dem Machen des Spiels. Danke dafür und ich sage euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ballads and Tales, ihr seht es vielleicht schon an Artwork, ist ähm, ein Spiel, das so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert, also wo ich persönlich noch gar keine Brettspiele gespielt habe, aber so an die Zeiten, wo Hero Quest und so weiter rauskamen. Und das ist so ein bisschen das Spiel, das die alten Spiele nimmt und in einem neuen Gewand aufbringt. Was ihr, werdet ihr bei Ballads and Tales machen? Und zwar ist es ein Dungeon Crawler, aber mit Dungeon Master und das werdet ihr auch hier haben. Einer wird den Dungeon Master spielen und die anderen beschreiten das Abenteuer. Da gibt's hier so eine kleine Besonderheit, die ich schon bei Oathsworn sein mochte und zwar falls ihr nur eine Person habt, die dann die Helden spielt, dann gibt's so kleine Companions, die euch das Spiel erleichtern. Und dann werdet ihr halt in einen Dungeon kommen. Dort gibt's verschiedene Missionen, die alle in diesem Abenteuerbuch festgehalten sind. Ich gehe hier relativ schnell einmal durch, damit ihr keinen Spoiler seht. Ihr werdet dann hier so eine Map haben, wo ihr euch aussuchen könnt, wo ihr hingeht. Dann gibt's eine kleine Story. Und danach ist hier so ein Aufbau, den der Dungeon Master sehen wird. Und dort kann er dann im Laufe des Spiels Fallen platzieren, die Monster platzieren. Und das wird er halt auch alles machen. Er wird die Fallen steuern, er wird die Monster steuern. Und die werden in dem Spiel repräsentiert durch diese kleinen Standys. Und da muss ich zuallererst mal sagen, die Prototypenqualität ist hier richtig, richtig gut. Und das ist oftmals schon ein gutes Zeichen. Ja, und danach werdet ihr euch ins Abenteuer stürzen. Und. Äh Gegeneinander kämpfen so ein bisschen, beziehungsweise die Helden werden versuchen zu überleben, ihr Ziel zu erreichen. Und ganz viel wird hier dann auch ähm, durch Karten gesteuert, dass ihr neues Equipment holen könnt, dass ihr euch aufrüsten könnt. Aber eine weitere Komponente ist hier auch das Würfeln. Ja, und das Würfeln ist auch wichtig. Ähm, weil ihr werdet dann verschiedene für eure verschiedenen Stats verschiedene Würfel nehmen und versuchen so viele Erfolge zu würfeln. Das heißt, wenn ihr gar nichts mit Würfeln anfangen könnt und sowas auch nicht lustig findet, dann ist das Spiel vielleicht eher nicht was für euch. Ja, aber wenn ihr nichts gegen Würfel habt, dann äh, ist das hier ganz einfach gelöst. Und was hier auch äh, sehr cool gemacht ist, und zwar werdet ihr hier ganz viele 3 d terrains haben und die werden später auch so im Spiel dann kommen. Natürlich, das hier ist nur Prototypmaterial. Das ist nicht final, wobei ich das schon alles ziemlich cool finde. Und dadurch wird sich dann die Landschaft auch viel lebendiger anfühlen, den Dungeon, den ihr betreten. Und ich glaube, besonders auch die, die damals HeroQuest gespielt haben und heute HeroQuest spielen und denken, hm, irgendwie ist das gar nicht mehr Zeit, Gemäß. Irgendwie macht das mir nicht mehr so viel Spaß. Könnten genau mit Ballads and Tales das finden, was sie eigentlich suchen. Deshalb, für wen ist das Spiel? Ich denke, das Spiel ist für Menschen, die eben gerne gegen einen anderen Spiel. Also es muss halt einer auch den Dungeon Master spielen wollen. Es ist kein kooperatives Spiel, sondern ein. Team ist kooperativ und es gibt den bösen Dungeon Master. Wer halt auch gerne dieses alte Feeling zurückhaben möchte, aber nicht dieses alte Game Design, also dass das so hakelig ist und so. Und natürlich auch das Artwork. Ich finde das Artwork persönlich ziemlich cool. Also mir gefällt es richtig, ähm, weil ich finde es nicht so cool. Ähm, und für wen das Spiel nicht sein könnte, ist natürlich, wenn ihr mit Würfeln gar nichts anfangen könnt. Und wenn ihr sagt, hm, ich will eigentlich, wenn dann nur ein ganz kooperatives Spiel haben oder ein ganz kompetitives Spiel, das mit einem Game Master gefällt mir nicht so, dann ist Blades and Tails vielleicht auch nichts für euch. Aber was ich hier dazu sagen muss, für den Dungeon Master, der muss nicht besonders viele Regeln lernen oder so wie das jetzt bei, ja, sag mal, äh, Menschen of Madness oder was weiß ich immer war. Die alten Spiele, wie gesagt, das habe ich fast gar nicht alles gespielt. Ja, hier sind wirklich sehr wenig Regeln, ist sehr kompakt. Ja, aber das Spiel an sich hat natürlich ein paar Regeln. Es ist jetzt kein Absacker, also ihr werdet das schon so ein bis zwei Stunden spielen. Und das war mein Video zu Ballads and Tales. Das Spiel wird nächstes Jahr auf Kickstarter erscheinen. Und wenn ihr dieses Spiel dann unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr dort auf Kickstarter gehen. Ich werde euch das nochmal hier ähm, dann später in der Community-Tab posten. Dann könnt ihr das Video finden und das Spiel finden und eine Sache will ich dann auch noch direkt zu Kickstarter sagen ja viele sind ja auf Kickstarter und unterstützen dann äh, Spiele von so riesen Firmen, die es eigentlich gar nicht nötig haben die das eigentlich einfach nur als Marketingprojekt nutzen und hier haben wir wieder ein Spiel das wirklich von zwei Menschen gemacht wurden die das aus Leidenschaft gemacht haben und nicht weil eine riesen Firma dahinter steht so, und das war mein Video dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns zusammen beim neuen Video. Ciao Christopher von den geeks